Moinsen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Omsi 2. Bevor wir uns um den Stau hier hinter uns und vor allem auch um die Fahrt von heute kümmern, nur ein kleiner Satz vorweg, weswegen in letzter Zeit sehr wenig Videos kamen. Kurzum, ich war im Rahmen der Ausbildung 2 Wochen jetzt nicht zu Hause, konnte dementsprechend nicht spielen, nicht aufnehmen, nicht gar nichts machen. Und als dann der Puffer an vorproduzierten Videos so langsam zur Neige ging, gut, vielleicht habe ich 1, 2 zu wenig vorproduziert, aber das ging irgendwie, bin ich krank geworden. Und mit komplett verschnupfter Stimme hatte ich auch wenig Lust auf Computerspielen und aufnehmen, vor allem, weil ich dafür reden muss und mit einer schlechten Stimme, nee. Kurzum, ich bin wieder da, es gibt wieder Content und das ist einfach die Begründung, weshalb jetzt etwas länger nichts kam. So, einen wunderschönen guten Morgen ansonsten. Ja, wir sind hier in Berlin, Zehlendorf, auf der Linie 115 und da müssen wir mal ganz kurz gucken, dass wir hier auch die korrekte, den korrekten Umlauf nehmen. Das habe ich jetzt diesmal noch nicht vorweg gemacht. Der ist gut. Den nehmen wir. So. Folgendes. Wir befinden uns in Berlin, um genau zu sein, im Südwesten von Berlin. In der Nähe vom S-Bahnhof Zehlendorf. Und wir fahren eine, was war das gerade? Eine frühmorgendliche Verstärkerfahrt der Linie 115. Was bedeutet, der normale 115er fährt nur von der Neuruppiner Straße bis zum U-Bahnhof Fee-Berliner Platz. Frühmorgens gibt es einige wenige Fahrten, die allerdings auch schon an der Spanischen Allee Ecke Potsdamer Straße beginnen. Alles klar, dann machen wir doch mal an. Ich habe gerade K gedrückt für Key, aber das ist Diesel Raker Simulator. Im Omsi musst du E für Elektronik drücken. Viel besser. Viel besser, sage ich dazu. Ja, jetzt lassen wir mal ganz kurz alles angehen. Das Atron startet. Also mit anderen Worten unser Ziel. Nee. Halt, wo das Ziel dran steht hier vorne. So, parallel können wir den Motor mal ganz kurz starten. Sehr schön. Und jetzt höre ich irgendein Gerausch von irgendeiner. Egal. Jetzt stellen wir erstmal Linie ein. So, Linie und Kursnummer eingeben. Linie ist 115, dann hier die Doppel-Null. Und der Kurs, jetzt habe ich ihn vergessen, ey, ist die 08. Bestätigen. Bitte warten. Warte auf die Route, das ist okay, damit kann ich leben. In der Zeit kann ich noch einen Schluck trinken. So, Spanische Allee, Ecke Potsdamer Dingsbums, das passt. Jetzt sehen wir auch mal ganz kurz, wenn da Plus steht, sind wir zu früh. Also, wenn Plus steht, ist alles in Ordnung. Obwohl wir normalerweise Verspätung in Pluszahlen angeben, das ist Verfrühung in dem Fall. Sehr verwirrend für mich, aber egal. Ansonsten. Man soll vielleicht einen Gang auch einlegen. Ansonsten, wir können fahren. Alles klar, das ist das, was ich testen wollte. Es ist natürlich noch viel zu früh für die ganze Geschichte. Das bedeutet, wir gehen mal ganz kurz hier die Uhrzeit und stellen das Ganze etwas nach vorne um. 15 sollen wir abfahren, wir stellen es einfach mal auf 13. Plus 2 Minuten, das klingt doch schon mal besser. Dann geht es hier nämlich gleich los. Passt denn hier alles? Das passt. Da steht noch nichts, aber da soll auch noch nichts stehen, weil wir sind ja noch nicht mal der ersten Haltestelle. Folglich kann die nächste Haltestelle dann auch gar nicht angegeben werden. So, das sind meine Blinkertasten. Ah, ich habe schon lange kein Omsi mehr gespielt. Höchste Zeit. So, dann fahren wir doch mal los. Linie 115, lang ist her. Wobei ich sagen muss, es ist die letzte Linie, die ich in meinem Leben hier noch gespielt habe. Oh, Ampel. Bevor ich jetzt mit Omsi, ich sag mal, aufgehört habe, weil ich halt. Eie, was ruckelt das denn hier so? Bevor ich halt da ausbildungstechnisch nicht da war. Und mir ist das Spiel ein paar Mal abgestürzt. Also ich hoffe, das passiert uns heute nicht. So. Lassen wir mal die junge Frau da rein. Mit der Taste öffnen sich hier beide Türflügel, gut zu wissen. Alles zu. Es ist noch nicht 15. Moment, stopp, halt. Wir wollen hier nicht zu früh abfahren. Nein. Eher noch einen Schluck Wasser nehmen. Sicher. Jetzt sagt es mir 0 Minuten, das heißt eigentlich losfahren. Ich warte aber noch bis 15. Ist einfach für die Sicherheit. Weil ich fahre nach. Nee. Ah, besser. Wo habe ich denn hier mein. Hingelegt? Wartet mal ganz kurz. Da muss ich mal ganz kurz herausfinden. Mir fehlt nämlich jetzt eine Tastatur. Und zwar die Sichtkassiertisch. Position 1. Aha. Zurück zum Spiel.
Stopp. Hier ist der Kassiertisch. Alles klar. Und das ist genau. Position. Nee, warte mal. Das ist Taste einfügen, das ist Taste Position 1. Ist auch egal, welche Tasten das sind. Fakt ist, wir müssen um 15 abfahren, also warte ich, bis hier 15 ist. So simpel ist das. Es ist 15. Abfahrt. So. Ihr mögt euch jetzt fragen, warum fahre ich auf dieser Strecke eigentlich einen Doppeldecker? Nun, ganz ehrlich, diese Frage habe ich mir auch gestellt. Als ich die Strecke jetzt halt einmal privat gefahren habe. Und das ganze Lied ist so ausgegangen, dass ich einen Eindecker gefahren habe, weil ich meine, ich bitte euch, hier unten ist ja nichts los. Ja, also da braucht man keinen Doppeldecker. Die Charaktere, die NPCs konnten irgendwann nicht mehr einsteigen, weil mein Bus voll war. Und ihr wisst vielleicht, in OMSI stapeln sich die NPCs viel weiter als es. Also da können drei Stück ineinander stehen. Und trotzdem war mein Bus voll. Mit anderen Worten, ich glaube, wenn wir Glück haben oder Pech oder wie auch immer, kriegen wir auch diesen Doppeldecker hier voll. Ja, das muss uns dann doch bewusst sein. Ist es denn schon 16? Nein, ist es noch nicht. Mein nettes professionelles Fahren. Ich fahre trotzdem weiter. Ist in Berlin so gang und gäbe, dass man halt auch durchfährt, wenn man das zeitlich schafft. So, einmal das Auto umkurven. Und wir nähern uns einem Stoppschild, wo wir rechts abbiegen müssen. Lloyd G. Wells Straße. Oh! Ich sag da jetzt mal nichts zu. Was war das denn jetzt? Nun gut. Realismus, naja, 2 von 10 würde ich der ganzen Geschichte jetzt mal geben. Das geht besser durchaus. So. Schöne enge Straße hier, wie sich das gehört, in so kleinen Nachbarschaften. Deswegen mag ich diese 3 Stationen, die es hier gibt, halt einfach, weil sie mal was ganz anderes zeigen, weil das ist halt auch Berlin. Das sind halt so die Vororte von Berlin. Moment. Taktischer Rückwärtsgang an der Stelle. Ich bin kein Busfahrer, man merkt es, glaube ich. Oh. Ja, die Oma hat es kommentiert, sehr gut. Wir haben es aber geschafft, um die Kurve rumzukommen. Wenn auch mit Zurücksetzen und in echt hätten wir das Auto gerammt. Aber in echt hätten die Autos auch Platz gemacht, muss man dazu sagen, wenn ich mit diesem dicken Bus hier ankomme. Egal, wir haben es geschafft. Das ist das, was zählt. So, weiter geht es. Weiter geht es. Lloyd G. Wells Straße. Da steht es dann auch nochmal. Sehr fein, sehr fein. Oh Gott, Alter, wie fahre ich denn nicht? Ich muss mich an das Spiel wieder ein bisschen gewöhnen. Ist ja auch schon eine Weile her, ne? So, da will jemand einsteigen. Also einmal anbremsen. Wir haben 17. Wir sollten jetzt auch schon abgefahren sein. Na dann, let's go. Stimmt das mit der 17? Lloyd G. Wells Straße 17. Na dann, let's go. Das stimmt ja sogar. Ich werde ausnahmsweise mal nicht von meinem Fahrgastinformationsterminal hier angelogen. Das sind ja hier ungewohnte Zustände. Es sagt die Wahrheit, unglaublich. So. Neuruppiner Straße. Hier ist natürlich auch eine 30er-Zone. Folglich dürfen wir nicht viel zu sehr rasen. Auch wenn ich es gerne würde. Weil die Straße mit so schönem Geradeaus und mit einer Allee und so, das bietet sich an, um schön schnell zu fahren. Aber nein, es soll nicht sein. Wir fahren natürlich gemäß den geltenden Regeln. Also, meistens. Es ist nicht so, dass ich mich hier im Spiel bisher immer an die Regeln gehalten habe. Aber oftmals habe ich einfach die noch nicht gecheckt, die Regeln. Und irgendwelche Schilder nicht gesehen. So, Kleinmachno. Die fahren definitiv schneller als 30. Aber gut, darum soll es jetzt nicht gehen. So. Hier in der Neuruppiner Straße, das ist ja normalerweise die Endhaltestelle, wie ich vorhin gesagt hatte, ist dadurch dieser kleine Twist, dass man hier sich so reinlenken muss. Ich muss echt mal lernen, richtig abzubiegen. Das war auch besser, aber das geht noch, ich sag mal, es geht noch schärfer. So. Also rein da. Fährt natürlich schön vorne an, wie sich das gehört. Gut, okay, ein bisschen den Bordstein mitgenommen. Das passiert. Passiert am besten. Und jetzt lassen wir die ganzen Leute mal einsteigen. Da will jemand ein Ticket haben. Einen normalen Fahrschein bitte. Aber ganz logisch. So. Drucken. 2,90 €, 4,90 € und volle 5 €. Nicht zu danken.
Wir haben 19, 19 ist Abfahrt, das weiß ich zufälligerweise. Da kommt Taxi. Was macht das Taxi? Es fährt. Es fährt vor. Alles klar, fahren wir doch mal ganz gechillt hinterher. Oh, wo kommst du denn? Ja gut, rechts vor links, könnte man meinen, gilt. Oh, scheiße. Ey, gut, dass ich kein echter Busfahrer bin. Nun gut. Ist aber auch sperrig, dass man hier die ganzen Tasten benutzen muss, um sich so umzuschauen. Ich schieb's auf die sperrige Tastenbelegung, nicht auf meine Inkompetenz. Nein, 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 ich kann da absolut nichts für. So. Wofür ich auch was kann, ist die Pünktlichkeit. Und da wir hier 50 fahren dürfen, werde ich mal etwas das Gaspedal bedienen. Muss man ja auch mal ausnutzen, ja, wenn man schnell fahren darf. Will jemand aussteigen? Nein. Will jemand einsteigen? Es sieht so aus. Können wir schon mal rechts ran. Hier parkt ja keiner mehr. Ja, will auf jeden Fall, da wollen auf jeden Fall Leute rein. Die lassen wir natürlich auch rein, so gnädig sind wir heute mal. Ja, ist ein bisschen... So. So. Wir wollen natürlich auch richtig am Bordstein stehen, wie sich das gehört. Jawohl, so muss das sein. Oh, ich habe die Tür nicht aufgemacht. Das war natürlich jetzt Vorführeffekt, dass ich die Tür vergessen habe aufzumachen. Es ist 21. Wir müssen an der Fercherstraße los um 20. Folglich Türe zu. Die Taste. Blinker setzen und los hier. Loswetzen. Finde ich schön, dass sich das reimt. So muss das. Und Abfahrt. So. Ludwigsfelder Straße. Wow, Alter. Ich weiß genau, weshalb ich keine 50 gefahren bin, sondern nur 40. Ich habe dieser Kurve nicht vertraut. Und als mir auch eine dicke Doppeldecker entgegenkam, wusste ich, weshalb ich dieser Kurve nicht vertraut habe. Ja, ja, doch, doch. Oh Mann, ey, das war knapper, als es hätte sein sollen. So, wir kommen zur Ludwigsfelder Straße. Ludwigsfelde persönlich kenne ich, aber das hier hat wahrscheinlich nichts mit Ludwigsfelde an sich zu tun. Es gibt immerhin eine Priorisierungsampelschaltung, das finde ich sehr sympathisch. Da bin ich etwas kurz aufgesetzt. Passiert. Und es wollen sehr viele Leute einsteigen. Ihr versteht mittlerweile wahrscheinlich, weshalb ich einen Doppeldeckerbus fahre. Es hat Vorteile. Mehr sage ich dazu jetzt einfach mal nicht. Hallo. Moin. So, jetzt aber schnell Gas gegeben mal. Wie gesagt, die Priorisierungsschaltung hält uns die Ampel grün. Das wollen wir natürlich auch ausnutzen. 30-Zone. Moment, nicht zu schnell fahren. Hier ist wieder 30. Muss man bedenken. Löbelstraße. Darauf erstmal Schluck Wasser. So. Upsala, ich war etwas schlangenlinienmäßig. Wir können ja mal ganz kurz, wir haben gerade einen ganz guten Bogen raus, was gerade Ausfahren angeht. Löbelstraße 22, 23 und Zehldorf um 28. Das sind wahrscheinlich so relevante Zahlen, die wir uns merken müssen. Wie viel Uhr ist es jetzt? Es ist jetzt 22. Das heißt, jetzt sollen wir eigentlich an der Löbelstraße sein. Gut, wir sind noch nicht da, aber ich sehe da vorne schon die Station der Gegenrichtung. Mit anderen Worten, so viel zu spät können wir jetzt auch nicht sein. Wir können mal ganz kurz... Jawohl, das wollte ich sehen. Eine sehr schöne Taste, meiner Meinung nach. Und wir sehen, der Bus ist... Oh, lol, die Kamera ist ja cool. Wir sehen, der Bus ist relativ gut gefüllt. Es will keiner rein, keiner raus. Weiter geht's. Weiter geht's, wenn keiner ein- und aussteigen will. Dann nutzen wir natürlich die Zeit und fahren schnell weiter. 23 sollen wir auch schon an der... Ach, da stehen ja auch die Zeiten. Warum gucke ich denn immer nie dahin? Ich bin ja auch dumm. Radgestraße. Oh nein, das steht ja auch noch da. Wie oberpeinlich ist das denn jetzt bitte? Ich habe ja immer hier auf den Fahrplan geglotzt, um die Abfahrtszeiten zu lernen, aber die stehen ja da unter der minus 1. Steht ja, wann wir da sein müssen, 23. Ist jetzt überhaupt nicht peinlich oder so. Na gut. Das war jetzt ganz kurz, ich habe das Spiel etwas lauter gemacht. Nun gut, ja, 23, wir können also. Aus gegebenen Gründen weiß ich das jetzt. Ich verrate nicht weswegen. Ich sag nur, es ist einfach so. So, ich mache das Spiel auch ein bisschen lauter, ganz kurz. So. Oh Mann, was für ein Fail schon wieder. Na gut, man könnte meinen... Kamphausenstraße. Das auch, aber man könnte ansonsten auch meinen, man sei hier bei Logik Heroes. Unglaublich, ey.
Wenn ich einmal eine Folge ohne Fail mache, was... Was wäre das dann? Huchalassa. Was war das denn? Der Bordstein, okay, aber... Dass ich ja so knapp fahre, war mir jetzt auch nicht ganz bewusst. Egal. Es wollen Leute einsteigen, also... Sage mal. Sage mal, ich bin doch gerade echt zu inkompetent zum Fahren, ist ja unglaublich. Alter, jetzt reicht's aber. So, wir lassen die Leute schnell rein. 24 ist Abfahrt, folglich... Wechselt das jetzt ins andere Menü? Oder erst, wenn ich losfahre? Erst, wenn ich losfahre, okay. Na, dann fahren wir doch mal los. Jawohl, okay. Das heißt, wir müssen uns mal, bevor wir anhalten, gucken, wann wir eigentlich abfahren dürfen. In dem Fall 25. Bei der nächsten Station. Und hier unten links im Tacho, guck mal auf das Tacho, da sehen wir auch nochmal eine Uhr eingebaut. Das finde ich sehr gut. Also wenn man sich grob weiß, zurechtzufinden, dann funktioniert das auch in dem Bus. Könnte man glatt meinen. Ist ja unglaublich. Krass. Oh Mann, ist das alles lächerlich, was ich hier veranstalte. Es tut mir leid, ich habe lange nicht mehr am Computer gesessen und schon noch länger kein OMSI mehr gespielt. Es sei mir vergönnt. Es sei mir vergönnt. So, außerdem macht es ja ein bisschen lustiger, wenn ich hier rumfaile. Ja, Machnower Straße, haben wir gesagt, ist die nächste Station. Es ist 25, folglich dürften wir durchfahren, wenn keiner einsteigen will. Es will zumindest schon mal keiner aussteigen. Und es will auch keiner einsteigen. Ja, easy. Dann fahren wir weiter einfach. Also... Wenn der Bus da vorne sich mal dazu entscheidet, weiterzufahren. Vielleicht wäre jetzt ein ganz angebrachter Moment dazu, weiterzufahren. Ja, okay, jetzt fahren andere Autos lang. Das ist natürlich jetzt unglücklich. Aber guck mal, die blinken doch alle. Fahr, da geht doch. Man muss sich nur beschweren. So, dann stellen wir uns mal dahin und gucken doch auch einmal. Da kommt erstmal ein dunkelblaues Auto. Das lassen wir erstmal vor. So, links frei, rechts frei, alles klar, let's go. Das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance, Geronimo. Wir haben es geschafft. Ich habe einen Lag, Standbild. Ihr auch, okay, sehr gut. Mein Computer denkt sich wieder... S-Bahnhof Zehlendorf. Komische Sachen, die mir nicht gefallen. Aber gut, wir haben uns geschafft. Wir haben uns bis zum S-Bahnhof Zehlendorf vorgekämpft. Man mag es kaum glauben. So, schön zum Anhalten kommen. Hier ist eine kleine, ein kleines Gefälle in der Straße, was man eindeutig sehr stark merkt. Das heißt, schön vorsichtig bremsen. Schluck trinken nicht vergessen. Mein Glas ist bedrohlich leer schon. Und jetzt schnell den Bussen da vorne hinterherfahren. Den werden wir übrigens auch eine Weile hinterherfahren, weil der für eine Zeit lang mit uns identisch jetzt fährt. Aber das werdet ihr dann ja auch sehen. So. So. Ich muss ein bisschen gucken, was hier die Autos machen. Aber wir kommen hier hin. Das finde ich sehr schön. Das war übrigens gerade kein Unfall, sondern nur eine sehr starke Bremsung, weil ich etwas FPS-Einbrüche gerade hatte. Einmal Schüler, bitte. Oh, da hat jemand... falsche Taste. Richtige Taste, Ermäßigung, drucken, 20 Cent. Da will ich mal ein Ticket. Ich fass es nicht, ein Ticket! Okay, wir dürfen auch noch gar nicht, so viel zum Thema, ich fass es nicht, wir dürfen noch gar nicht abfahren. Wir werden von einem Bus überholt. Wie kann das denn jetzt sein? Muss er hier nicht halten? Offenbar muss er hier nicht halten, gut. Entschuldige bitte vielmals deine Nachfrage. Passiert. So. Weiter geht's. Was hat das jetzt für ein komischer Sound? Der hat mir nicht gefallen. So, wir fahren los. Ampel ist grün. Und Gottlob gibt es eine Busspur. Was ist denn das da vorne? Wieso parkt? Was habe ich jetzt mitgenommen? Oh, den Bordstein. Scheiße. Aber warum parkt da jemand auf meiner Busspur? 22 bis 6 Uhr nur 30 fahren. Hm. Da steht jetzt für mich nicht, dass man auf der Busspur parken darf zu gewissen Uhrzeiten. Egal, ich kann es eh nicht jetzt beurteilen und verändern schon gar nicht. Aber hier vorne kann ich von der Busspur wieder auf meine Busspur kommen. Etwas holprig gefahren, aber es funktioniert. Wir sind auf der Busspur.
Wir sind da, wo wir hinwollen. So. Da vorne ist dann auch die 50er-Zone. Ich weiß nicht, ob wir hier 30 oder 50 fahren dürfen. Ich fahre einfach die 30 noch aus. Ich finde schön, dass man hier sehr realistisch gestaltet hat, dass hier immer Stau ist, gefühlt. Also so extrem wie da ist es jetzt natürlich nicht im echten Berlin. Also vielleicht schon zur Berufsverkehrszeit, das kann ich nicht beurteilen. Aber nie, wenn ich am Bürgeramt dort war. Aber das habe ich bei meiner letzten Fahrt auch gehabt. Und wo ich einmal jetzt privat für mich diese Linie hier getestet habe. Das dauert einfach ein kleines Weilchen. Das wird sich beruhigen, alles gut. Glaubt mir. Wir können die Leute mal kurz aussteigen lassen. Und dann fahren wir gleich nochmal vor und lassen natürlich die Leute nochmal einsteigen. So, aber zur Problematik. Warte mal, kurz etwas rausgezoomt. Diese Ampel da vorne, die ist richtig mies. Wird etwas reingezoomt wieder. Jetzt sieht man es. Da seht ihr gelb-rot. Und jetzt müsste irgendwann die Busampel angehen. Der Bus da vorne will rechts abbiegen. Das heißt, er muss quasi warten. Das hilft ihm jetzt nicht. Jetzt dürfen die Busse geradeaus fahren. Er muss halt warten, bis die Rechtsabbiegeampel für Busse angeht. Oh, will jemand einsteigen? Warum sagt man das noch? Keiner. Genau, und jetzt fährt er erst. Aber auch nicht sehr weit. Er scheint wohl zu Problemen zu kommen da vorne. Na toll. Er ist einen Meter weit gekommen. Das ist ja wieder wunderschön. Und das meinte ich halt, ja, mit dieser Kreuzung. Also hier ist auch die, sind die NPCs auch ein bisschen überfordert, leider. Was es nicht unbedingt einfacher macht. Dementsprechend werden wir safe Verspätung sammeln. Mit anderen Worten, danach wird jetzt das Ziel der Folge sein, diese Verspätung wieder herauszuholen. Ja. Das ist ja alles ein bisschen unglücklich jetzt. Also immerhin kommen jetzt wieder zwei, drei Autos rüber. Nein, es kommt ein einziger LKW rüber. Ach du Scheiße, diese Ampel schrecklich designt. Ach, jetzt fährt der Bus. Hä? Was ist das denn jetzt? Oh Gott, wir ruckeln uns komplett durch die Gegend hier. Nein, der will vor uns abbiegen. Ich krieg die Krise. Es hätte jetzt so schön funktionieren können. Aber ich verstehe. Ich glaube, der Bus hatte rechts geblinkt, weil er an der Station stand hier. Und dann blinken die Busse ja immer rechts. Also machen den hier, wenn sie an der Station stehen. Dadurch ist er erst abgefahren, als die Rechtsabbiegeampel auf grün geschlagen ist. Da der Bus aber eigentlich geradeaus wollte, hat er dann, ist er quasi aus dem Bereich der Station rausgefahren, hat aufgehört zu blinken, stand dann vor dieser Ampel, die ja nur der Rechtsabbiegerspur grünes Licht gegeben hat. Musste dann warten, bis die geradeaus fahrenden Busse grün bekommen. Ich glaube, so war es. Ja, wir lassen ihn natürlich kurz rein, den Jungen. Gleich müsste es auch bei uns weitergehen. Wir machen uns also schon mal bereit, schnell loszufahren. Jawohl, 3 Minuten Verspätung schon. Ich krieg eine Krise. Warum fährst du jetzt nicht? Du hast doch Grünbus. Fahr doch. Jetzt verstehe ich die KI zum Beispiel nicht mehr. Also gut, es kommen noch ein paar Leute, die einsteigen wollen. Folglich lasse ich jetzt auch die Leute rein. Ich meine, ich kann jetzt eh nicht viel tun. Aber warum fuhr der jetzt nicht? Das ist jetzt sehr verwirrend. Weil meines Erachtens nach wollte der Bus geradeaus. Folglich, da die geradeaus Busspurampel an war, hätte er fahren können, oder? Oder sehe ich da jetzt gerade irgendwas falsch? Vermutlich. Aber vermutlich ist einfach nur komplett verbuggt hier. Ja. Dementsprechend, keine Ahnung. Ach so. Oh mein Gott. Jetzt, ich sehe den Bus rechts blinken. Es ist genau das Gegenteil gewesen. Hä? Nee, ist es nicht. Was genau passiert hier? Also meine Vermutung sagt mir, dass er in der nächsten Ampelphase wegfährt. Jawohl, jetzt fährt er weg. Ich verstehe am besten nicht warum. So, jetzt aber schnell. Noch haben wir grün. Ja, das zählt noch. Da kommt zwar ein komischer schwarzer Lieferwagen. Den ignorieren wir jetzt einfach mal ganz entspannt. Meine Güte, was war das schon wieder hier für eine Katastrophe? Was macht denn der Bus? Der wird doch jetzt gleich wieder rüberkommen. Also ich verstehe es nicht, beim besten Willen. Also, nee. Also wirklich. Also Omsi.
Meine Güte, das ist manchmal echt mies programmiert. Das muss man ja mal so festhalten einfach. Wait, wir sind im Jahre... Es gibt keine Reichels mehr. Das ist eine Marke der Edeka mittlerweile. Egal. Du bist so ein Idiot von Kaibus, wirklich. Mach dir eine Vollbremse auf offener Straße. Boah, krieg ich die Krise. Bin ich froh, wenn er weg ist, der Bus. Also, wenn er vor meiner Nase weg ist, einfach. Ich habe nur leider die Befürchtung, es wird nicht so schnell gehen. Na los, fahr. Weg. Ich krieg die absolute Krise. Und jetzt ist die Ampel rot. Oh, nee, ey. Och, nee, ey. Nee! Es läuft halt nicht. Es läuft halt einfach nicht. Ich meine, die Folge ist schon 25 Minuten lang. Wir sind gerade erst aus Zehlendorf raus. Das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. So, Türen sollen wir schließen. Alles klar. Blinken wir schon mal links. Und go. Go. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen zackig fahren in der Tat. Wir müssen eine Menge Verspätung aufholen. Und dann fahren wir direkt hier an. Schützallee. So, 50 km. Endlich kann man mal ein bisschen durchdrücken. So gefällt mir das sehr gut. Das muss häufiger passieren, dass man mal so schnell fahren darf. So gefällt mir das doch wirklich. Nice. So, wo ist die nächste Haltestelle? Ich wette mit euch auf der Höhe, also hier, da wo der gelbe Bus gerade hängt. Oh, ich war nicht gerade zentriert von der Kamera, deswegen war das alles gerade etwas verwirrend. Wir müssen uns davon bei diesem dämlichen Bus hinten anstellen. So, wir fahren richtig nach hier vorne. Und einmal stehen bleiben. Alles klar, Leute rein, Leute raus. Wir können. Guten Morgen. Hallo. Moin. Und let's go. Wir haben noch grün. Ich wette mit euch, der blaue Transporter wird genau jetzt Gas geben. Nein, tut er nicht, in der Tat. Okay, sehr schön. So, dann weichen wir mal raus. Leichhardtstraße. Und sind wieder on the road. So gefällt mir das. Da vorne parkt gerade der Idiot von anderem Bus ein. Okay, gut zu wissen. Den habe ich im Auge. Er macht wieder sehr unkontrollierte Sachen, glaube ich. So, diesmal wird bei uns keiner aussteigen. Mit anderen Worten, können wir eventuell sogar überholen. Das, Leute. Ja, da will jemand einsteigen, leider. Schade, ansonsten hätten wir auch nicht überholen können, weil der andere Bus auch schon losfuhr. Ah, der regt mich auf, dass der Bus vor mir ist da. Na gut. So. Jetzt geht's immerhin schnell. Kurz die Türen auf. Kurz die Frau rein. Und die Türen wieder zu. Und wir haben aus irgendeinem Grund eine Minute Verspätung dazu bekommen. Ha, Zehlendorf, ey. Ist so eine Geschichte. So. Der Motor klingt schon nice, muss man sagen. Clayallee 229. Was wird das denn jetzt? Was war das denn jetzt von dem weißen Wagen da? Was? Kumpel, was tust du? Alter, wie fahren denn diese Omsiker? Hieß es ja. Oh, hier ist eine Station. Aber das ist ja unglaublich. Ja, das ist ja absolut ungeheuerlich, wie die fahren. So, will hier jemand aussteigen? Ja, leider. Also müssen wir kurz anhalten. Ein klein wenig Zeit, aber die haben wir jetzt auch einfach. So, Leute, raus. Mittlere Tür ist offen. Mittlere Tür ist zu. Abfahrt. Oh, jetzt habe ich Pause gedrückt. Pause wollte ich jetzt nicht drücken. So. Wie gesagt, ich fahre jetzt hier wirklich rabiat und rustikal, aber ich will versuchen, ein klein wenig zur Verspätung wieder rauszuholen, die nun wirklich nicht meine Schuld war. U-Bahnhof, Oskar-Helene-Heim. Zack, ich hoffe, das hat gezählt, dass wir über die Automatik rüber sind. Und es hat gezählt, jawohl. Und endlich verabschiedet sich der 285er von uns. Heiliger Bimbam. Was bin ich froh, ey. Was bin ich froh. Weg mit dem Bus, der für uns endlich hier von der Nase rumguckt. So, dann müssen wir hier kurz über die A-Säule, dass wir hier schön eine optimierte Schaltung bekommen. Lassen die Leute rein.
Achtung, ein kleiner Rums. Ich bin leider etwas auf den Bordstein gefahren. Und los geht's. So, wir haben grün, grüne Welle. So gefällt mir das. Selbe Stelle, selbe Welle und Abfahrt. So. Beschleunigen. Was? Hüttenweg? Hüttenweg. Na gut, Hüttenweg. Das kann man sich merken. So, das war ein bisschen schnell vor allem gerade. Okay, jetzt müssen wir hier rechts weichen und dürfen nicht blinken. Das sagt dieser grüne Pfeil geradeaus. Der sagt, blinken verboten. Huch. Da habe ich vielleicht die Kurve etwas falsch eingeschätzt. Das passiert. Und so, ne? Ansonsten, es wollen Leute einsteigen. Sehr tragisch. Ich bin auch der einzige Busfahrer, der sich ärgert, dass Leute einsteigen wollen. Aber ich habe halt gerade einen Fahrplan und der ist gerade nicht sehr freundlich zu mir. Es tut mir ja leid, Leute. Aber ihr müsst mal zack, zack machen. So. Dann geht's los. Nebenbei, für alle, die fragen, das ist auch genau dieselbe Strecke, die wir in der dritten Folge, glaube ich. Alliiertenmuseum. Oder in der zweiten Folge, ich weiß es gerade nicht so genau, gefahren sind, als wir den X10 gefahren sind. Da sind wir hier natürlich überall durchgefahren, aber das ist halt genau diese Straße hier. Da sind wir halt nur in die andere Richtung gefahren. Also von oben nach oben. Also quasi die Busse, die uns entgegenkommen. Das waren dann wir. Letzte Folge, also vorletzte Folge, also keine Ahnung so genau. Auf jeden Fall die X10-Folge. Das weiß ich noch. So, da will einer einsteigen. Hallo. Moin. So, Türen sind zu. Alles klar. Blinker ist gesetzt. Und let's go. Nächste Station müsste dann die Königin-Luise-Straße-Clay-Allee sein, wenn ich jetzt gerade mit dem Alliierten-Museum richtig liege. Da steht irgendwas. Königin-Luise-Straße. Wenn man nur 30 fahren darf. Wann darf man nur 30 fahren? Zu Schulzeiten. Also jetzt. Na gut, wir haben ja noch nicht genug Verspätung mit 5 Minuten. Ey, let's go. Nochmal eine 30er-Zone. Genau das ist das, was ich will. Jawohl, hier ist der Überweg für die Schule. Das wird da rechts die Schule dann sein. Und da sind wir 50 angesagt. So, wir haben den Überweg überschritten. Folglich, wir sind Berliner, wir geben früher Gas. Wenn ich eins gelernt habe, dann das Berliner ein bisschen rabiater fahren. So. Rüber. So. Ampel mitgenommen. Oh. Das bringt sich etwas sehr komisch. So, stehen bleiben. Tür auf. Leute rein. Leute raus. Das Taxi macht wilde Sachen. Und zwar so wilde Sachen, dass ich ihm nicht vertraue. Nur fahr, weiße Limousine. Fahr, fahr, fahr. Dann fahr halt nicht. Dann fahr ich halt. Finkenstraße. So eine Scheiße, das Auto wirklich. Jetzt fahr zu fix. Weißt du? Er blinkt, er bremst, er macht irgendwas. Meine. Und jetzt? Alter. Ey, diese Komusik-KI, sie macht mich so fertig manchmal. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Oh, was eine Katastrophe. Also gut, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich geblinkt habe. Ich glaube, ich habe nicht geblinkt als Bus. Dementsprechend kann ich da dem Auto nichts vorwerfen. Aber ansonsten... Oh, nee. Nee. Das macht mich alles. Leute wollen aussteigen. Folglich wieder einmal bremsen. Ja, ein bisschen aufgesetzt. Das ist natürlich nicht so optimal. Das tut mir auch sehr leid. So, alle mal rein. Hallo. Moin. So, dann wieder einmal Türen zu. Und los geht die wilde Fahrt. Let's go. Was ist die nächste Station? Aha, Pücklerstraße. Sagt mir exakt gar nichts. Finde ich top. Hier wird auch die Abstände zwischen den Stationen, also zeitlich gesehen, sehr knapp. Man kann hier ja gar keine Zeit aufholen quasi. Das ist schon gemein. Also jetzt bin ich hier zu spät und jetzt kann ich hier nichts tun. Und ich meine, ich bin wegen dem KI-Bug zu spät gekommen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, weil die KI sich da erzählen auf Eiche nicht entscheiden konnte, was sie will. Das finde ich schon dreist. Ja? Und jetzt ist es einfach unaufholbar. Das ist alles so ein bisschen blöd. So.
Jetzt wollen wieder Leute rein. Leider keine Leute raus, aber müssen trotzdem halten. So. Anhalten. Das war eine sehr smoothe Bremsung, muss ich mal sagen, an der Stelle. So, Leute sind drin. Einmal links bremsen, Türen zu. Der Bus hebt sich wieder an. Und let's go. Schnell, bevor dieser Lieferwagen da hinten kommt. Einmal rausweichen noch. Und Vollgas geben. Alter, der zweite Gang ging ja richtig weit gerade. Das war gerade richtig krass, wie lang der zweite Gang gehalten hat. Der war bis fast 40 km/h oder so. Und ich weiß vorhin, wo ich etwas langsamer Gas gegeben habe, also quasi noch am Anfang, ja. Spanische Allee und so. Ja, es ruckelt auch gerade bei mir nebenbei. Da bin ich bei 30 km/h ganz entspannt im dritten Gang gewesen. Also wenn man richtig Gas gibt, dann ziehen die Gänge schon, muss man ja mal so festhalten. Ist schon nicht übel. Warum ist der jetzt so langsam geworden rechts von mir? Keine Ahnung. Jetzt wollen wir Leute rein. Na komm, es ruckelt ein bisschen. So. Dann lassen wir die zwei Leute rein. Und dann geht's auch direkt weiter. So. Und go. Ich glaube, wir können jetzt auf der Spur bleiben. Die Frage ist jetzt, kann man dem trauen oder nicht? Ich traue dem mal nicht und weiche auf die mittlere Spur aus. Ich kenne langsam das Parkverhalten von Autos hier. Roseneck, Hohenzollerndamm. Ja, siehst du, da parkt schon einer. Wenn ich da jetzt auf der rechten Spur gewesen wäre, dann hätte ich jetzt ganz schön... Wäre ich ganz schön ins Schützen gekommen auf einmal. Was macht der da vorne jetzt? Er biegt wirklich ab. Wahrhaftig, unglaublich. Und die Ampel ist natürlich wieder rot. Ne, sie wird grün. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt müssen die Autos nur noch fahren. Fahren, 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 fahren. Schneller fahren! Schnell und fahren, das ist... Ich verlange viel, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Alter, fährt der... Wieso fährt der Braun denn jetzt so langsam? Ist jetzt eingepennt, oder wie? Huch, linker Taster hat nicht funktioniert. So, dann einmal angebremst. Rosendeck-Ecke... Rosendeck, genau. Rosenecke Hohenzollerndamm. So, jetzt ergibt es Sinn. Dann lassen wir die ganzen Leute mal rein. Mal links blinken. Wir müssen ja gleich wieder raus. Alle Türen zu. Let's go. Ja, ich glaube, in einem normalen einstöckigen Bus wäre das jetzt relativ eng geworden alles. Also gut, dass ich einen Doppellenker gefahren bin. Gefühlt war es das letzte Mal noch voller, als ich gefahren bin. Also noch mehr Leute. Aber ganz ehrlich, bei der Verspätung, die ich habe, will ich mich nicht beschweren, wenn etwas weniger Menschen unterwegs sind. So, Elsterplatz. Mit anderen Worten, ab jetzt heizen wir nur noch diese Straße entlang und werden einmal taktisch wenden am Ende des Tages, am Ende der Strecke. So. Oh, na gut, für die Ampel hätten wir jetzt nach rechts gemusst, aber da war ich jetzt halt nicht. Das ist jetzt einfach mal so. So. Stopp. Türen auf. Jetzt wollen nur Leute aussteigen. Das müsste jetzt eigentlich relativ schnell gehen. Da sehen wir sie aus dem Bus rauskommen. Türen sind wieder geschlossen, sehr schön. Dann lassen wir einmal kurz den Wagen vorbei und jetzt können wir. Und los. Jetzt ruckelt es auch wieder ein bisschen bei mir, jetzt ruckelt es nicht mehr. Ja, also das Spiel läuft bei mir gerade auch ein bisschen unflüssig, muss ich sagen. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt. Es ist einfach so. Sagen wir es so. Warte mal, was ist so? Wir haben nur eine Minute jetzt pro Stationzeit. Das ist ja richtig heftig. Und es wollen viele Leute aussteigen, wie ich das Trampeln höre. So. Tür auf. Leute raus. Wir haben eh noch Zeit, weil aktuell haben wir eh noch kein Grün und... Okay, jetzt werden wir Grün kriegen. Wir sollen die Türen schließen. So, und los. Los, 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 los. Blitzstart, bevor die Autos kommen.
Na gut, hier war jetzt in dem Fall auf meiner Spur kein Auto, aber wir hätten einen kleinen Vorsprung gehabt, was in solchen Situationen entscheidend sein kann. Salzbrunner Straße. So, Ampel ist grün, ich hoffe, sie bleibt dies auch. Das taktische zu schnell fahren hier in Berlin, aus 50 machst du mal kurz 53, passiert. Oh, das war eine sehr starke Bremsung, das war jetzt nicht so heftig geplant, das tut mir etwas leid für die Fahrgäste, die das jetzt gerade miterleben mussten. So, Leute, raus, wir haben grün, also der Bus hat grün sozusagen, ne? Die Autos haben rot, aber der Bus hat sozusagen gesonderte Wegerechte und darf fahren. Oh, ich sehe jetzt nicht. Türe zu, also hoch und los. So finde ich das schön, dass man als Bus direkt lossprinten darf. So gehört sich das. Und so müsste das auch mal öfter sein in Berlin. Ich weiß, BRT, Bus Rapid Transit, ist natürlich eine Fantasiewelt in dem Fall. Die ganze Sache gibt's nicht. Also diese ganzen Vorfahrtsspuren hier für Busse. Aber das wäre aber mal eine richtig geile Regelung auch für in echt. Bin ich ganz ehrlich zu euch. So, hier wollen auch wieder viele Leute aussteigen, aber auch Leute einsteigen. Alles klar. Und sehr wahrscheinlich wird die Ampel grün bleiben, also für uns Busse zumindest, egal was mit der Straßenampel passiert. Dann, ja, jetzt ist die Busampel schon grün, sehr gut, lassen wir die Leute mal kurz rein. Vordere Tür zu. Alle Türen sind zu. Und Abfahrt. Ja, wir haben noch grün als Bus, sehr schön. Oder grün ist jetzt ja nicht, aber wir haben noch... Weiß ich nicht. Wir dürfen auf jeden Fall fahren. Sagen wir es einfach mal so. Vorrangsrecht, Fahrtrecht, wie auch immer. Keine Ahnung, wie man das nennt. Wir dürfen fahren. S-Bahnhof Hohenzollerndamm. So, jetzt kommt die große Autobahnbrücke. Oder die große Autobahnauffahrt. Was ist das da? Seht ihr, was ich sehe? Dieser LKW? Spul mal 5 Sekunden zurück. Und sag mal bitte, dass ich nicht blind war. Und dass sich ein LKW lang gebackt hat. What the fuck war das jetzt gerade? Okay. Oh, jetzt bin ich ja gut platziert hier. Machen wir mal so kurz. Das war ganz weird. Ich kann sagen aus eigener Erfahrung, ich bin von, also quasi die Gegenspur, ne? Auch die sieht natürlich echt ein bisschen anders aus. Aber das als The fuck? Ist mit diesem LKW los? Ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, richtig. Als Fahrradfahrer da in die Gegenrichtung zu fahren, ist schon sehr spannend. Das wollte ich erzählen. Weil genau, warte mal, ich mach kurz aus. An der Stelle kann man auch gebremst werden als Radfahrer. Hier ist keine Radfahrerampel, aber hier ist eine separate Radfahrerampel. Und man sieht, wie wenig Platz man da hat. Warte mal, ich mach kurz Pause. Man sieht, wie wenig Platz man hat, wenn man von dort kommt. Und dann da steht. Dann steht man mit dem Hinterrad halt gefühlt wirklich in dieser Linksabbiegerspur. Finde ich also eine sehr interessante Regelung. Die ich jetzt mal ganz kurz einfach erwähnen wollte. So, Ampel war grün, Vollgas. Aber die Zeit, das jetzt zu erklären, musste kurz sein. So, wir haben also die Fahrt. Rüber. Und bremsen. So, hier parkt ein LKW mitten auf der Busspur. Das finde ich schon wieder nicht so schön. Kann es aber nicht ändern. Also gut, was willst du machen? Oh, es lebt ein Ticket. Einmal Schüler, bitte. Na komm, drucken. Na komm. 2 Euro hätte ich auch noch ganz gerne. So. Also dann, let's go. Der grüne Wagen noch. Und jetzt wir. Und wir sind nur noch 4 Minuten zu spät. Wow, wir holen auf. So, der LKW kurz einmal umkurvt. So. Hoffmann von Fallerslebenplatz. Hier stehen wir doch jetzt klasse. Nun komm, werd Grünappel. Ja. Jawohl. Blitzstart, würde ich sagen. Das geht nicht viel besser. Was das für eine Station ist hier, wundert mich auch so ein klein wenig. Wahrscheinlich irgendeine Endstation für irgendwelche endenden und wendenden Busse. Sieht trotzdem etwas weird aus, um ehrlich zu sein. Aber gut, weiter geht's. So, einmal schnell hier runtergejagt. Und ja, genauso hubbelig ist es auch hier, wenn man als Radfahrer langfährt. Fragt nicht, ich habe da so meine Quellen. Meine Güte, was eine Kiste. Was eine Piste. So, hier müssen wir kurz anhalten. Und wir kriegen die Automatikfunktion. Das heißt,
grüne Welle. Garantiert, sehr sympathisch an der Stelle. Mensch rein. Eine Tageskarte. Mensch will Ticket kaufen. Wie kann das denn passieren? Weitere? Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Jetzt halt deine... Ich mach doch schon. So, ich muss mich auch kurz konzentrieren. Ist ja alles nicht so einfach. Ich hätte gerne... Bitte, danke. Okay, die Ampel ist grün. Na gut, jetzt haben wir so lange mit der Tageskarte gekämpft. Oh Mann, das war jetzt etwas peinlich, wie ich die Tageskarte nicht gefunden habe. Ja. Passiert. U-Bahnhof, Fährbellener Platz. Ich hoffe mal, das stimmt jetzt, by the way. Fährt weiter bis Mansfelder Straße, Barstraße. Das Schlimme ist, ich habe jetzt ja gerade eben mich verklickt, ne, wo ich eigentlich auf die Tageskarte suchen wollte. Habe ich ja jetzt irgendwie auch bei der Station rumgespielt. Aber ja, es sieht wirklich nach einem Fährberliner Platz aus, eindeutig. Eindeutig. Und hier wäre meine Autofunktion ganz gut, weil das wird jetzt eine richtig knappe Kiste. So, hier lassen wir die Leute jetzt raus. Ganz bewusst ein paar Meter weit zu hinten. Ein paar Meter zu weit hinten. Dass wir hier die Ampel aber gleich mitnehmen können. Weil wir müssen hier rechts abbiegen noch. Dass es jetzt hier bloß schnell geht. Komm. Go! Alter, war das knapp. Puh. Wenn das mal nicht gut war, dann weiß ich auch nicht weiter. Gut, dass wir auch ein bisschen weiter nach vorne gefahren sind, ansonsten hätten wir das nicht geschafft. So. Hier müssen wir quasi loopen. Da vorne kommt uns dann unser Gegenbus entgegen. Das ist dann sozusagen das Ende der ganzen Wendeschleife. Mansfelder Straße, Barstraße, Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Terminus. Please leave the bus here. So, und damit hätten wir es auch geschafft. Am Ende nochmal ein bisschen Zeit rausgeholt. Also, das lag jetzt vor allem an dieser sehr waghalsigen Aktion da. An der Fährberliner Platz, das besser geklappt hat, als ich erwartet hätte. Ja. Und es endet, wie es angefangen hat, sehr ruckelig. Scheiße, ey. Ja gut, hier bin ich überall zu spät gewesen, aber was willst du machen? Also, Zehendorf Eiche hat mich komplett zerstört an der Stelle. Machst du nichts. So. Jetzt habe ich theoretisch 11 Minuten Zeit zum Wenden. Aber das soll es in der Tat auch von hier gewesen sein. Insofern bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war ein wilder Ritt. Bis zur nächsten Folge. Habt noch eine wunderschöne gute Zeit. Tschaußen.